Sollte sich also einer von Ihnen mit Experimentalphysik befassen wollen, meine Tür steht immer offen. Ich entschuldige mich nochmals, dass die Vorführung nicht richtig funktioniert hat, aber jetzt wissen wir wenigstens, was passiert, wenn man Pfirsicheistee versehentlich in ein Helium-Neon-Laser schüttet. Eine Wiederholung wäre nicht ratsam. Über den Fachbereich der theoretischen Physik informiert Sie jetzt Dr. Sheldon Cooper. Dr. Cooper? Vergiss es. Entschuldigen Sie mich. Sheldon, wir waren uns doch einig, das hier zu machen. Das ist reine Zeitverschwendung. Da könnte ich die Gesetze der Thermodynamik auch gleich einer Meute Labradoodles erklären. Wenn du dich weigerst, nehme ich dich nicht zum Comicbuchladen mit. Hallo? Das mit dem Laser war übrigens eine hervorragende Leistung. Mit Ihren frischen, jungen Gesichtern erinnern Sie mich an mich, als ich selbst noch ein bescheidener Student im Aufbaustudium war, der über seine akademische Zukunft entschied. Ich war natürlich erst 14. Und hatte schon Dinge erreicht, von denen Sie höchstwahrscheinlich nicht mal träumen werden, obwohl ich immer um 9 im Bett sein musste. Naja, ein oder zwei von Ihnen mögen vielleicht das Zeug dazu haben, eines fernen Tages in der theoretischen Physik zu reüssieren. Allerdings ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass das Basteln von Pappmaché-Vulkanen mit Fünftklässler zum Höhepunkt Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn wird. Ach du meine Güte. Kurz gesagt, wer Ihnen eingeredet hat, dass Sie irgendwann in der Lage sein werden, einen bedeutenden Beitrag zur Physik zu leisten, hat Ihnen übel mitgespielt. Und zwar so richtig übel. Irgendwelche Fragen? Selbstverständlich nicht. Ich weine um die Zukunft der Wissenschaft. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, die neue Ausgabe von Batman ist da. Komm, Leonard. Eigentlich war die Laservorführung doch recht gut, was?